Es sind die letzten Minuten im Leben von Instagram-Star Samuel S. Er steht vergangenen Donnerstag in einem Hinterhof in Amsterdam, hält sich ein Messer an den Hals. Ein holländischer Journalist filmt die Szene zufällig mit seinem Handy. Dann greift die Polizei ein, es fallen Schüsse. Wenig später stirbt das Fitnessmodel aus Wetzlar im Krankenhaus. Seine Familie zeigt sich auf Facebook tief bestürzt. Sammys Vater postet: Die Amsterdamer Polizei hat meinen Sohn ermordet. Und weiter: Wir werden kämpfen. Wir werden für Samuel kämpfen. Wir werden für immer kämpfen. Samuel S. war Fitness-Influencer. Auf Instagram hatte er 170.000 Follower. Hier gab er Tipps für einen sportlichen Body, eine gesunde Lebensweise und auch für die mentale Fitness. Auf seiner Homepage Bilder von ihm und von seinem Sixpack. Besonders tragisch, der junge Hesse war in Amsterdam, um dort seinen Geburtstag mit Freunden zu feiern. Laut seines Vaters wurde er anschließend als vermisst gemeldet. Die Polizisten finden ihn kurz darauf in diesem Hinterhof, fordern ihn mehrmals auf, das Messer wegzulegen. Setzten sogar einen Polizeihund ein. Doch der packt nicht zu. Der 23-Jährige sticht auf dem Boden liegend auf einen Polizisten ein. Daraufhin schießen die Beamten auf ihn. In den sozialen Medien äußern viele ihr Mitgefühl. Samuels Mutter verurteilt den Polizeieinsatz. Er brauchte Hilfe und war wehrlos, und dann schießt einer viermal auf ihn. Sie und ihr Mann wollen rechtlich gegen die Beamten vorgehen. Samuel S. sei nicht Herr seiner Sinne gewesen, sagt die holländische Polizei. Deshalb hätten die Beamten erst auf ihn eingeredet und dann zugegriffen. Ein normales Vorgehen, auch in Hessen, sagt ein Sprecher der Polizeigewerkschaft. Das behutsame Vorgehen auf der einen Seite, aber auch das stringente Vorgehen auf der anderen Seite sollte hier gewählt werden. Sicherlich wollten die Kolleginnen und Kollegen in Amsterdam den Bewaffneten unschädlich machen, das heißt ihn dann auch zu Boden bringen, weil man ja mutmaßen kann, dass er eine wie auch immer geartete Erkrankung hat. Das Verhalten des jungen Influencers könnte auch auf Drogen hindeuten, sagt Barbara Beckmann von der Drogenhilfe Nordhessen. Die Wahrnehmung wird völlig ausgeblendet. So, das machen einige Substanzen. Und dann natürlich, da wird er ja körperlich angegriffen. Einige Substanzen sind auch sehr sensibilisieren die Körperwahrnehmung auf der Haut oder überhaupt sozusagen im Zugriff. Noch liegt das Obduktionsergebnis aber nicht vor. Jetzt soll genau untersucht werden, ob der Schusswaffeneinsatz gerechtfertigt war.